Hallo und herzlich willkommen zurück zu Adust. Wir haben den hier gefunden, den Typen. Jetzt wirklich. Wow, er sieht genauso aus, ne? Wir hoffen mal, dass er uns jetzt nicht verdampft oder sonst was. Wir versuchen, die Wahrheit herauszufinden und dafür gibt's ein Like jetzt, okay? Like, like, like und let's go. Letztes Mal bei Adust. Noch immer herrscht pures Chaos auf der Hochebene. Hatte, die noch völlig neben sich steht, fleht Dean an, ihren Vater zu retten. Latalas und weitere Personen sind oben im Turm Zar. Die Brigade versucht währenddessen, einen sogenannten Dämon daran zu hindern, auf die Hochebene zu kommen. Nachdem die Gruppe sich versichert, dass Hatte und die verstorbene Wache im Tempel in Sicherheit gebracht werden, begeben sie sich sofort in den Turm. Oben angekommen, tritt Jaya die vor ihnen liegende Doppeltür ein und eröffnet den Blick auf den von der Explosion gezeichneten Raum. Eine Tabaxi-Dame kniet neben einem bewusstlosen Dunkelelfen. Zwei weitere Personen liegen in der hintersten Ecke und auf dem Schreibtisch sitzt Latalas, der verzweifelt lacht. In einem kurzen Wortgefecht mit Dean wird klar, dass Latalas nicht mehr daran glaubt, seinen Sohn jemals wiederzusehen. Kato entdeckt einen schwarzen Ring am Finger des Dunkelelfen. Ohne lange darüber nachzudenken, packt er sich Latalas und fixiert ihn auf dem Schreibtisch. Doch. Und er hatte aber seine andere Hand noch in seiner Tasche. Du spürst, wie es anfängt, dass sich irgendwie eine Art schwarze Atmosphäre von dort aus ausbreitet. Richtig und falsch ohne Sinn. Die Zeit, sie vergeht wie im Flug. Und dein Weg, der entsteht Zug um Zug. Was nützt die Jagd nach dem Glück? Der Augenblick kehrt nie zurück. Du wirst auf die Probe gestellt. Sei bereit, wenn der Würfel fällt. Und du hast den Dunkelelfen perfekt auf den Boden gepinnt und irgendwie schafft er es mit seiner Hand, die immer noch in seiner Jackentasche war, irgendetwas zu aktivieren und plötzlich aus seiner Jackentasche entfernt es einfach nur Dunkelheit. Und diese Dunkelheit erwischt dich und breitet sich in dem Raum ein Stückchen immer weiter aus. Du bist auch mit dabei. Und ihr steht dort drinnen und ihr seht nichts. Delia und Stefas Ohr. Ihr seht alle gemeinsam nichts. Das bedeutet auch, ab dem Zeitpunkt werde ich die anderen Figuren den Dunkelelfen kann ich dort noch stehen lassen, weil das ist euch ja jetzt einfach gerade nicht so. Der ist ja direkt noch vor dir. Du bekommst eine Opportunity Attack. Du hast das Gefühl, der versucht sich neben dir wegzubewegen. Das bedeutet, du kannst mir einmal einen Angriff würfeln. Ganz schnelle Frage, wo das war, was du mir neu reingemacht hast. Ja, das ist ganz unten bei Feeds, glaube ich. Ah, genau, weil ich habe diesen. Mhm. Was sagt das? Ich habe Blind Fighting. Wir sind ja jetzt in der Dunkelheit und ich habe Blind Sight with a range of 10 feet. Within that range you can effectively see anything that isn't behind total cover, even if you're blinded or in darkness. Moreover, you can see an invisible creature within that range, unless the creature successfully hides from. Das heißt, gar nichts bin ich hier blind. Ja, wie weit siehst du? 10 Feet. Ich bin auf ihm drauf. Ich sehe ihn sowas von Christian. Er versucht sich jetzt aber von dir wegzubewegen. Aber er ist ich gepinnt, aber. Der hat sich aus deinem Grapple befreit. Das bedeutet, er kann sich bewegen, wenn er das möchte. Und du siehst ihn. Ja. Du kannst ihn wahrnehmen und du darfst eine Attacke auf ihn würfeln. Gib ihm. Also, das ist sozusagen, er bewegt sich aus deinem Bereich raus. Ist er mit dem Rücken zu mir quasi? Nee, er ist ja direkt gerade vor dir gewesen. Er versucht mir weg. Also sieht er genau, also kann ich einschätzen, dass er sieht, was ich mache?
Er ist gerade der festen Überzeugung, du siehst nichts. Also zumindest hast du nicht das Gefühl, er würde dich jetzt direkt anschauen oder so. Ich habe halt leider nicht solche... Also, du kannst ja auch nicht mehr Abilities gerade machen. Ding ist, er ist gerade dran und er bewegt sich aus deinem direkten Umfeld raus und nach Regel von Dungeons & Dragons bekommst du jetzt eine Opportunity Attack auf dich. Aber ich kann nur angreifen. Du kannst nur angreifen oder es lassen anzugreifen. Ich würde gerne irgendwie jetzt keinen so direkten Damage, sondern halt irgendwie wieder versucht, ihn einfach nur zu pinnen. Das geht einfach jetzt nicht direkt. Okay, ja, dann. Ja, wir geben ihm volle Möhre drauf. Was soll der Geiz? Okay, ich würfel jetzt drauf, ob ich treffe. Ne? Mhm. Wenn ich ihm jetzt hier mit meinem... Du greifst ihn jetzt normal mit deinem Schwert an und rechnest deinen Bonus drauf. Es gibt aber jetzt keine zwei Angriffe. Ich nochmal kurz, einfach ob ich hier... Ah ne, ich mache einfach nur einen ganz normalen Angriff dann. Dann drücke ich ihm solide mit... Kann ich mir aussuchen, mit welchem Schwert ich angreife von beiden? Ja, kannst du. Ich brauche von dir nur eben, ob du ihn überhaupt triffst. 23. Ja. Ist das im Rahmen des... Ja, das ist im Rahmen des... Ja, ich will ja gar nicht. Ne? Okay, und dann gibt's hier richtig einen. Auf den Schild muss ich Damage auswürfeln, ne? Mit 9 Schaden. Mhm. Ja. Oh! Und du erwischst ihn mit deinem Schwert. Na, fressen kann er nicht. Er schaut dich an. Und ich schaue ihn an, davon kannst du ausgehen. Ja, und er schaut dir ins Gesicht und du siehst so eine leichte Irritation da drin. Mhm. Aber er verschwindet. Nach hinten. Nimm mit! Nimm mich mit! Außerhalb deines Bewegungsradius. Jetzt zwischendrin brauche ich einmal Tidion. Du stehst noch außerhalb des Raumes und uns gibt es auch ein Fenster. Ich bräuchte von dir einen Perception-Check. Okay. Runter auf die Hochebene. Gucken wir doch mal, was da krabbelt. Hm. Das wird eine 14. Ui. Mhm. Ui, was war? So, Tidion, das passiert fast gleichzeitig. Das ist auch die Kampfinitiative ist damit jetzt kurz unterbrochen. Die geht jetzt sofort weiter. Aber Tidion, da er dort steht, kann wahrnehmen und sehen, dass hinter dem Tempel hoch eine Art großer, du würdest sagen, also durch den Nebel kommt so eine Art vierbeiniger Wolf. Nicht so ganz, du siehst, wie die Brigade immer noch drauf schießt, ne? Die verteilen sich da außen rum und der kommt gerade so neben dem Tempel. Aus deinem Blickwinkel sieht man den Tempel gerade auch, also du kannst ausmachen, wo der Tempel steht und wo nicht. Er kommt dort gerade so über die Kante gekrabbelt, kommt ein Wolf, der aber, würdest sagen, Wolf, Getier, nicht so ganz klar, größer als ein normaler Wolf. Aber viel kleiner, als ich dachte, was da hochkommt, oder? Also, oder was sind so... Der ist so größer als der Tempel, kleiner ja, als das, der Tempel. Das Ding. Also, kleiner Wolf als der Tempel. Ist so, wenn er jetzt größer als ein Wolf ist, ja, genau. So, aber ich dachte... So 3 Meter Vieh. Mhm. Also im Verhältnis zu euch, ja, sind okay. Groß. Ja. Und Ding. Oh, die Pfeile sind aber in ihm drin. Ja. Okay. Ja, spannend, man kann den treffen. Können wir den auch adoptieren? Ja, auch adoptieren. Kannst du mit Animal Handling Achso, ja, ich kann ihn auch. Ne, also, aber das passiert unterhalb, den nimmst du wahr. Ja, und der wird gerade von der Brigade weiterhin aufgeschossen. Sehe ich, ob der ein Ziel hat? Also wie verhält er sich? Kämpft er mit der Brigade oder will er einfach nur irgendwo lang? Wenn du das länger beobachtest, er scheint nicht die Brigade anzugreifen, aber bewegt sich auf den Tempel zu. Nee. Alle in den Tempel. Wir schicken HTL immer ins nächste. Hey, der Captain da, der hat übernommen. Also der regelt das schon. Traurig. Ich vertraue auf den Captain. Und ich hatte noch überlegt, teilen wir uns auf, dass man auch HTL beschützt. Aber wir müssen das ja hinkriegen. Das sind... Ja. Okay, ich gehe weiter in der normalen Kampfreihenfolge. Jaya. Wollen wir nicht Tidion erstmal? Max? Naja, nach Kampfreihenfolge ist er ja nicht dran. Ja, ach so, ich dachte, er wäre jetzt dran. Sorry. Nee, Jaya. Das habe ich jetzt einfach als Parallelität, weil er noch am besten steht, um das mitzubekommen, zwischengezogen. Ich würde rufen. Es kann sein, dass Bayros lebt.
based. Mhm. Based on Vermutung, Hoffnung. Based on Vermutung. Kann ich auch was dazu rufen? Mhm. Kurz. Ihr könnt theoretisch alle kurz was rufen, ja. Karik, es ist noch nicht zu spät. Oh, er wird konvertiert. Nee, er hört erstmal nichts. Sonst würde ich halt nochmal schauen, ob ich hören kann, wo er hingeht. Mhm, würfel mal einmal auf Perception. Ja, Vorteil, weil hören, ich habe so gute Ohren. Hören, auch hören. 16. Hast das Gefühl, es ist irgendwo in diese Richtung gegangen. In die? Mhm. Ja. Nein. Dann würde ich nur ganz langsam und vorsichtig. Hallo? Weil wenn ich ihn finden würde, dann würde ich auch wirklich eher nicht so packen, sondern sanft, wenn ich ihn finde. Hallo? Also willst du dich jetzt einfach in einer geraden Linie? Ich bräuchte von aber dann die Fenster sind immer da und dann fällt man runter, ne? Ja. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Ich bleib da. Habe gehört, bin so okay, richte mich in die Richtung aus und sag eben, dass es sein kann. Okay, du richtest dich in die Richtung aus. Bleib hier. Tilion. Wenn du, außer du möchtest noch tun? Kann ich von außen da reingucken? Nein. Das ist, diese Sphäre kommt dir sehr bekannt vor. Das ist die Sphäre, die ihr schon vor den Toren von Kratas, also du vor allem von außen siehst, es sieht genauso aus wie damals. Es ist einfach diese Stockdunkelheit, die aber in Kreisform, also ich habe das jetzt nur in viereckig, aber es ist kreisförmig. Das macht es aber spannend, wenn das ein Kreis ist, kann es ja sein, dass der Teppich nicht mehr drin ist. Waren auch noch die Leute, der läuft ja in die Richtung, wo die Leute lagen. Ja. Also mir, also eigentlich war meine Intention, die zu der Tabaxi-Frau zu gehen. Die Teppichecke ist... Aber ist die Frage ist, kann ich die noch ausmachen? Du kannst sie sehen, würde ich sagen, ja. Also die Teppichecke ist noch drinnen. Aber ich würde sagen, die hat ja ihren Tabaxi-Schwanz hinten. Die steht halt so, dass man auch seitlich guckt ja noch raus. Und du weißt ja, wo die Verortung vorher war. Also das ist jetzt... Ja. Ja. Dann möchte ich gerne zu ihr rennen. Also direkt an die, ja, an die Kante ran. Ich antizipiere, wo ihre Schulter sein müsste. Strecke meinen Arm aus. Ja. Ist das Herr Cardonnel? Ja. Und ich bin die Leibgarde, also eine von die, ja. Dann knie ich mich hin und taste nach ihm und möchte gern ihn untersuchen. Ja. Ob er also noch Lebenszeichen von... Du versuchst ihn zu finden im Dunkeln, aber das funktioniert, ne? Also du siehst da nichts, aber du findest ihn. Ja, er scheint ohnmächtig zu sein. Also lebt er. Dann würde ich gerne etwas tun. Jawohl. Und ich rufe mir ein Gefühl tief in mir drin in Erinnerung. Es ist ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl, ein Gefühl, gefangen zu sein. Und dann gibt es eine Sekunde von Erlösung, Erleichterung, Befreiung. Und diese Energie lege ich in meine Hand, die ich auf der Brust von Herrn Cardonnel platziere. Und ich wirke Spare the Dying. Und versuche ihn zu stabilisieren. Muss ich da drauf was würfeln? Ich glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich, wenn das ist einfach... Wenn Living ist, erfüllt ist, dann funktioniert das. Ja. Okay. Und neben dir, du hörst ihn tief einatmen mit ja. Es ist aber dunkel. Also. Kann man den noch rausziehen so? So ein kleines bisschen so, nur ein Ohr kommt raus. Ja, Bewegungsrate ist halt nicht mehr wirklich vorhanden, aber. Ja, ich denke, für die Runde ist das eine gute Sache. Das ist ein gutes Zwischenziel, ja. Sehr gutes Zwischenziel. Danach dran ist die Tabaxi-Dame. Oh mein Gott! Und sie zieht Herrn Cardonnel neben dich.
Wo haben wir ihn denn? Ah, da. Mit sich selbst. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe zu viele Figuren hier. Hallo. Ich habe sie rausgenommen, ne? Da. Rums. Vielen Dank. Darf ich noch nur fürs Gefühl darauf achten, wie sie mich anschaut? Also das ist schon ein wichtiger Faktor, es war sehr dunkel, sie hat es nicht gesehen, was passiert ist. Sie hat nicht gesehen, was passiert ist. Schaut sie mich in irgendeiner Form bedrohlich, verängstigt oder irgendwas in Richtung an? Eine Art von verängstigt, aber da ist jetzt eine Art von Erleichterung auch drin. Also jetzt ist um euch alle drei rum dieses... Ja, wir sind in diesem Schirm, ja. Cool. Mhm. Gut. Dean. Ich habe das gehört, nehme ich an, so ein bisschen. Also, ja, du weißt nicht, genau, du hast nichts gesehen, du weißt nicht, was er getan hat, aber Cardonell, genau, die Sachen kannst du schon hören, was gesagt wurde, und du hörst ihn auch jetzt wieder atmen, ja. Okay, und ich höre ja auch, dass die ihn raus, also zumindest weggezogen hat. Ja. Halt ein bisschen fies, wenn alle Spells so heißen. Creature that you can see. Also, stürme ich auf die Position zu, die der Bekannte? Ich. Ja, in die. Nee. Oder, ich habe ja nicht mitbekommen, dass er in die Richtung. Das hast ja nur du mitbekommen, oder? Und. Dass, in welche Richtung er gegangen ist, gell? Okay, dann möchte ich gerne bitte versuchen wahrzunehmen, Perception, wo er hin ist. Die ist nicht gut. Ja. Also passt doch. Ja, du, also es ist gerade, der Boden quietscht nicht. Und dadurch, dass gerade der Cardonell dort rausgezogen wird und die Tabaxi-Barme sich bewegt und sie sich kurz da drüben unterhalten, ist es halt super schwer, sich gerade drauf zu konzentrieren, ob sich noch gerade jemand leise durch die Dunkelheit bewegt. Aber ja, du kannst natürlich trotzdem versuchen, in irgendeine Richtung, genauso wie Jaya auch, dich zu bewegen und... Also sind jetzt wie auf dieser Battlemap die Seiten auch offen? Fast. Achso, die Seiten sind die offen. Vom Raum. Ja, also ja, die sind quasi so wie... Ja. Also das sind Fenster, die sind nicht bodentief. Ja. Sie sind so fast bodentief. Achso, ja, dann hätte ich mich schon getraut, weiterzulaufen. Aber ich dachte so, ich fall dann irgendwann einfach. Ich dachte auch, das wäre so eine Glaswand ist ja auch gewesen, die einfach weg ist, dass du dann da am Abgrund stehst, wenn du zu weit läufst. Ja, diese, also es ist schon... Aber es ist trotzdem ja, vollkommen ich kann recht, trotzdem immer noch durch die Fenster fallen. Ja. Also, so schwer. Ihr wisst halt nicht, wie weit sich die Dunkelheit ausgebreitet hat. Ja. Also es kann schon auch irgendwann mitten in der Dunkelheit halt runtergehen, ne? Ja, ja. Also... Okay, dann würde ich gerne... Ich würde versuchen, gern um den Tisch herum zu gehen. Mhm. Also gehst du vor also und quasi am Tisch entlang? Genau, ich würde versuchen, den Tisch zu erfassen und mich dann halt so rum zu handeln. Mhm. Soweit ich komme, ja. Du kannst bis hierhin, also wenn du direkt am Tisch bleibst. Okay, mhm. Das muss ich checken. Wir machen es so. Du kannst hier, du läufst gegen jemanden. Also du schrappst so an einem Mantel entlang. Werde ich packen. Packen, 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 packen. Ein Grapple. Einen Grapple. Ja, auf Earthlandix. Also grabben, also grappeln tatsächlich, dass er nicht bewegen kann, oder? Ja, ja, ich halte den fest, weil... Athletics oder Acrobatics. Also keine Ahnung, ob das jemand von euch ist, aber ich halte den fest. Ja. Diese Person, wer auch immer dort steht, wird einmal gegriffen. Also Athletics? Ja, Athletics. 17 plus 3, not natural 20. Ja, du grappelst, jemanden. Oh. Ja, die Stimme kommt dir so vor, als könnte das... Also die Klamotten sind auch nicht so die Klamotten. Alles gut. Alles gut, Karik. Das ist jetzt so
Nein, ich grab mir den. Sag Karik. Lass uns darüber reden. Komm schon, Karik. Sei ein Guter. Du kriegst erstmal noch keine Antwort. Scheint sich aber noch nicht auch. Also er versucht sich leicht zu werden, aber ist ja von dir festgehalten. Ihr hört das alle, I guess, dass Dean sagt, Karik, wir können reden. Möchtest du noch mitteilen, dass du... Okay. Ja. Kato. Also du möchtest noch... Nö, ich hab den jetzt fest im Griff. Mhm. Du kannst ja 10 Feet weit sehen. Ja, ich habe ja gehört, wo die Stimme herkommt. Also wird da sofort in die Richtung gewatschelt, bis ich sie halt sehe. Du musst nicht so weit watschen. Du kannst bis Jaya gehen. Also Jaya ist ja in deinem Blickfeld. Ja, du kannst bis Jaya gehen. Und wenn du bei Jaya bist, dann hier kannst du dann schemenhaft schon dienen und... Ja, da gehe ich auf jeden Fall analogisch dann da so hin. Mhm. Weil ich sehe, dass du ihn schön gegrabbelt hast. Ja. Kann ich einschätzen, sind die Hände aus seinen Taschen draußen oder... Gerade sind sie draußen. Kann er... ich truste nicht. Das ist mit der anderen Hand. Ist da die sind gerade beide draußen und er hat in der anderen Hand nichts. Okay. Ich möchte mich dazu stellen und unauffällig die Hand mit dem Ring fixieren. Nicht, dass er da einen Schabernack treibt. Okay, also du willst die Hand extra fixieren? Ja, das, man weiß ja nicht, wenn du die so festgehalten wirst, kann er immer noch hier irgendwie da... Okay, also fixieren und nicht den Ring nehmen. Ich glaube, ich ziehe ihm den Ring vom Finger, damit er sich nicht selber umbringen kann. In meinen Gedankengang ist das so, okay? Kann schief gehen, so... Ich drehe und steche mich selbst damit, scheiße. Nee, ja, nee, ich gehe hin, grab sofort den Ring und zieh den einfach nur ab. Ja, also es gibt sowas wie Gegenstand verwenden als eine Action, ja? Ich will den Gegenstand nicht verwenden. Nee, also aber... Ich will ihn nur weghaben, bitte. Nein, ich nehme das einfach nur als das, dass du sozusagen deine Aktion dafür verwendest, ihm den Ring vom Finger zu ziehen. Danke. Bitte. Oh, er ist wunderschön. Oh, könnte mir stehen. Okay, ich überlege, was ich zu ihm auch noch sage, weil wir wollen ja eigentlich. Wir wollen ja auch generell eigentlich wissen, was passiert ist. Ich möchte. Ich lege meine Hand so auf seine Schulter. Als gegrappelt. Ja. Cool. Ja. Rede mit uns. Was ist passiert? Komm schon, Bruder. Wer seid ihr? Als ob ihr mir helfen könntet. Wir versuchen es. Alle versuchen es. Dafür sind wir hier. Die Götter versuchen es. Alle versuchen es. Seit Jahren. Ja. Aber wir sind hier, oder nicht? Gotcha. Ja, die Götter, ne? Ja, man weiß ja nicht, aber wir sind ja so nämlich. Aber es ist zugegeben auch ziemlich dunkel. Vielleicht sind die auch gar nicht da. Ja. Wir sind die Stimme in deinem Inneren. Hör auf uns. Wir wollen dich nicht beeinflussen, aber rede mit uns. Oh, mehr will ja auch. Ah ja, er ist tatsächlich dran. Außer du möchtest noch was tun. Ich fühle mich eigentlich relativ safe, dass er in ihren starken Armen ist und ich da versuche natürlich von Bruder zu Bruder, damit die da so ein bisschen, ja, einfach nur ein paar Infos zu kriegen oder mit ihm einfach zu quatschen, dass er uns sagt, was los ist, quasi. Würfelt ihr mir beide mal einmal auf Persuasion, bitte? Mhm. Persuasion, oh wey, ist das Überzeugung? Mhm, überzeugen, bitte.
8. 14. Mhm. So gut, oder? Das kommt schon. Er versucht sich zu befreien. Oh, nein. Ich würfel direkt gegen dich wieder, Celine. Also brauche ich von dir einen Acrobatics oder Athletics. Celine, du bist die Würfelqueen hier. Komm, ja. jetzt musst du, jetzt ist die Zeit gekommen. Natürlich Athletics und 9. Er hat eine nicht natürliche 20. Schon wieder. Tarik, Alter. Tarik, jetzt hör mal zu. Was für ein krasser Typ das ist einfach. Ja, der ist krass drauf, ja. Er befreit sich. Ich bin jetzt 5 Feet von ihm entfernt, gell? Ja, wirst du. Just saying. Mhm. Schauen wir einmal kurz. Er bewegt sich erstmal aus eurer direkten Linie raus aus der Dunkelheit. Jetzt ist es so, dass auch... Raus aus der Dunkelheit? Ja. Also das muss ich sagen, weil Tyrion kann ihn jetzt da hinten wieder wahrnehmen. Und er stellt sich nach hier hinten und hat eine Hand in seiner Jackentasche. Oh. Ja. Mehr passiert gerade nicht. Jaya. Ich habe ja auch die ganze Zeit so die Richtung gehört. Ich würde aber vom Tisch runter ein bisschen da nach vorne krabbeln auf dem Boden, weil ich ja noch weiß, dass da irgendwo noch Leute lagen. Und den will ich irgendwie ungefähr hin. Mhm. Du krabbelst ungefähr nach hier hinten so in dieser Ecke. Ich glaube, da habe ich sie hingelegt. Ja. Schön auf dem Boden, dass ich auf gar keinen Fall durch ein Fenster falle. Ja. Und touch die an. Da liegen zwei. Nimmst kein Lebenszeichen gerade so wahr. Kannst aber natürlich auf Medicine würfeln, wenn du jetzt irgendwie das genau eruieren willst. Nee, ich könnte denen so auch nicht helfen. Also. Okay. Ich sehe mich gar nicht. Entschuldigung, du stehst direkt. Da hinten, da. What? There I am. Ungefähr so war es, ne? Nein, nicht ganz so der Schrank. Karik steht außerhalb. Also der Schrank ist auch nicht davor, Tini, und du kannst ihn schon da oben die. Und ich weiß ja auch, dass Karik mehr da stand, oder? Hier sind die Leute, also hier. Ja, also du kannst dich auch noch aus der Dunkelheit rausbewegen. Also, weil ich würde mich dann nämlich an den Personen vorbei halt einfach so davor ein bisschen stellen oder krabbeln. Ja. Und dabei ein bisschen nach vorne noch watscheln. Mhm. Aber einfach das, da wo er vorher stand und also raus die aus Leute. Der ja, wenn ich es schaffe, weil ich weiß, du schaffst es raus, auf jeden Fall. Dann steht er plötzlich links vor dir. Okay, ich bin vor den anderen hier, so. Ja. Ach, kann ich ihn noch einmal festhalten? Alle versuchen, ihn immer zu grappeln. Ah, Rick, jetzt sei doch ein guter. Let's mega grapple. Und ich sag noch, wir haben noch jemanden in der Wüste gefunden, der tot geglaubt war. Und sie lebt. Vielleicht lebt Bayros auch. Vielleicht. Bitte dazu auch noch einen Persuasion-Check dann. Aber du willst ihn grappeln. Eigentlich nur halt einmal festhalten. So. Da so, also kein. Hand, wo er wieder irgendwie was. Sassiges macht. Sassiges macht? Ja, aber willst du die so halten, dass er nichts Sassiges machen kann? Dann musst du einen Grapple würfeln. Okay. Das ist dann. Was? Acrobatics oder Athletics? 12. Lol, natürlich 1. Okay. Er scheint zu zittern mit seiner Hand. Er ist ein bisschen neben der Spur. Ich nehme sie. Ja.
Es kann sein, dass er lebt. Wir sind. Ich versuche das seit 10 Jahren. Und jeder erzählt mir was anderes. Aber wir haben schon eine totgeglaubte Person gefunden in der Wüste. Das ist schön für Sie. Wir suchen weiter. Ja, wenn du... Überzeug ihn. Es war mal gut und dann war es mal nicht mehr so gut. Mann, 9. Ja, er zittert und steht vor dir, scheint unentschlossen zu sein. Tilion. Ich möchte gerne, wenn ich da Sicht drauf habe, Jaya helfen. Also du hast, das ist ja jetzt hier eigentlich rund, ne? Genau. Oder du kannst ihn schon sehen. Dann schaue ich nochmal auf die Tabaxi-Frau. Vergewissere mich, dass Herr Cardonell da in guten Händen ist. Ich passe auf. Also sie sieht deinen Blick, ne? Ja, und möchte Jaya helfen, Nathan das festzuhalten. Ja, schaffst du. Nice. Ich stell dich. Also du läufst halt direkt außerhalb. Wir stellen uns vor, das sei da noch, aber. Ja. Kann ich das hier auf? Auch noch aufmachen. Okay. Das ist dann auch Athletics oder Acrobatics. Genau, also wenn du auch mit grappeln willst. Alle grappeln wieder. Hier wird nicht direkt angegriffen, hier wird die ganze Zeit. Wir glauben noch an das Gute. Hat er gerade noch eine Waffe in der Hand? Er hat. Also ich habe ja die Hand genommen, wo er was machen wollte mit. Ja, er hat dann gerade nichts. Dann hat er jetzt nichts, weil er. Nee, wenn er keine offensichtlichen Gefahren, gefährlichen Klingen oder so trägt, dann geht es nur ums Festhalten. Ja, er hier trägt Klingen, aber er hat eigentlich gerade keinen. 14. Ich würfel ihn auf Nachteil, aber es war beides schrecklich. Ja, du kannst ihn auch mit grappeln. Sehr gut. Die Tabaxi-Frau hinter euch scheint immer noch Herrn Cardonell weiter ein Stück rückwärts zu schieben, Richtung Anfang des Raums. Oder da, wo die Tür ist. Darf ich noch in die Dunkelheit rufen? Wir sind hier. Natürlich kannst du das. Kato nimmt das E von da, wo er steht, noch wahr. Dean ist jetzt dran und kann sich auch aus der Dunkelheit rausbewegen. Ja, ich würde mich natürlich Richtung Tilions Ruf bewegen. Mhm. Und du kommst auch, also ihr steht jetzt alle knapp so neben dieser schwarzen Sphäre. Alle an dieser Ecke, der Wind pfeift euch durch die Haare, also ihr steht jetzt direkt so an dieser Kante. Man jetzt auch, nach hinten geht es 100 Meter. Sag das nochmal extra, deswegen wurde er festgehalten. Ja, ja. der macht da keinen Abgang, ey. Ja. Oh, okay, I'm going for it. Oh shit. Aber lasst mich noch mal ganz kurz hier lesen, weil lesen ist wichtig. Okay. Alles gut, mir ist nur was eingefallen. Okay. Du hast Peanut, ne? Ja. Oh, ja, okay. Hab ja, das noch ist nicht gut. Vergessen. Ich bin aber noch nicht dran. Ich würde, also ich komme aus der Dunkelheit raus, sehe Latalas und pack ihn mir am Kragen. Ja, er ist fest, ne? Ja. Also du kannst ihn den packen. Du bleibst schön hier und ich glühe golden auf. Holy und er shit. Muss einen Wisdom Saving Throw machen. Oh, der ist hoch. 16. Na, fuck. Es tut mir leid. Er hätte 12.
Ja, es wäre 12 gewesen. Sekunde, passiert da sonst noch was? Macht dich aber nicht weniger einschüchternd. Also ihr seht die leuchten. Da passiert sonst nichts, oder? Ohne Fail. Ich glaube, du... Mm-mm. Dann passiert nichts. Schaue ich einfach nur ein bisschen scary aus. Mhm. Also um euch herum, ich glaube nicht, haben alle dich wahrnehmen können in der Wüste? Ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Es ist der gleiche Glow, der gerade passiert. Nein, tatsächlich ist es... Oh, Entschuldigung. Ja. Es ist ein Spell. Mhm. Also wirkt nicht ganz... Ich versuche ihn auf mich zu fixieren. Okay. Mhm. Und schön da zu behalten. Ah, okay, ja, ich sehe auch, ja. Mhm, mhm. Ja, also steht hier vor dir, ihr habt ihn jetzt alle fest gepinnt. Ich nehme jetzt erstmal diese Battlemap runter. Wir verlassen jetzt mal kurz die Kampfinitiative. Ja, bleibt jetzt schön da. Ja, ja. Zum ersten Mal nichts über meinem Tisch. Okay. Ja, wir verlassen die Kampfinitiative. Ihr könnt alle wieder handeln, wann auch immer ihr handeln wollt. Ich würde gerne wissen, ob auf dem Tisch, wo er da den Spell aktiviert hat, weil kann ich sagen, ob das von einer Münze oder so kam? Liegt die da? Geht dieses Feld von dieser Münze aus? Kann ich die quasi nehmen und wegwerfen und dann ist das, fliegt das Feld quasi mit? Ja, also wenn du dich da rein bewegst, kannst du diese Münze finden. Ja, weil ich sehe es ja. Also ich, ja, also du kannst dich langsam fortbewegen, diese 10 Feet, und siehst dann diese Münze dort, ja. Kann man sie deaktivieren? Kann ich drücken und dann wird das Ding wieder ein? Okay. Dann müsstest du sie in die Hand nehmen? Ja. Und mach mal einen Arcana-Check. Also einmal auf die arkanen Künste. Oh weh. Natural 20. Oh, nee, nee. Ich bin Experte auf dem Gebiet, Alter. Ja, also du schaust dir die Münze an, ja, drehst sie, siehst die Dunkelheit so rauswabern und siehst aber, also nee, du kannst sie nicht deaktivieren. Scheiße, also sowas schon mitgenommen. Die ist halt, also wie die Münzen, die du alle so kennst, scheint die gerade einfach ihre die Magie zu wirken. Genau, die läuft. Irgendwann. Und irgendwann hört das wieder auf. Ich nehme sie und schmeiß sie aus dem Fenster. Ja, gehst du dafür ans Fenster? Nö. Ich sehe es ja. Ich weiß ja, wo Fenster ist. Okay. Ich nehme sie einfach und schmeiß sie einfach runter. Die sehen halt dann diese Wolke dann unter. Ist mir eigentlich egal. Wir stehen da oben da an dieser Kante, überall schwarz. Ich nehme das Ding und schmeiß es weg. Und dann gehe ich wieder zu den anderen. Bitte nicht in die Richtung des Tempels. Ja, so natürlich nicht. Oder doch, da ist das Antimagiefeld. Das fällt da rein. Wenn er das trifft, aber so. Also ich werfe es natürlich auf die andere Seite, nicht hinter Lata. Er steht ja auch gerade auf der anderen Seite. Genau, ich will die andere. Also das Richtung, muss ich nochmal, glaube ich, Dingsen vom Turm her, also verifizieren, steht ihr, also Tideon war davor ja auf der Seite Richtung Tempel und ihr steht jetzt auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Und je nachdem, wo du jetzt schmeißt, also du stehst ja an dem Tisch in der Mitte des Raumes. Du kannst jetzt Richtung Tempel rausschmeißen. Ich kann jetzt auch suchen, wo ich werfe. Ja. Es ist ja alles offen. Alle Fenster sind ja kaputt. Dann werfe ich die Münze Richtung Treppenhaus einfach. Dann will ich sie nicht runterwerfen, sondern einfach weg. Also in Richtung... nicht nach außen. Nicht nach außen. Da steht die durch die Tabaxi. Stimmt, die sind ja davor gelaufen. Ach Mann. Egal, einfach gegenüberliegende Seite da mit voller Wucht, soweit ich kann, wie so ein Frisbee werfe ich das Ding. Ja, und dann fliegt das da einfach hin. Dann werfen wir in den Sonnenuntergang einfach. Meine Güte. Monduntergang. 16. Okay, und wer drauf schaut, während ihr Karik festhaltet, Kato nimmt die Münze in die Hand und Frisbee die aus dem offenen Fenster. So, und jetzt sehen wir wieder alle, was. So. Sieht keiner. Sieht keiner. Hat keiner mitbekommen, was ich da gemacht habe. In welche Richtung war das jetzt? In die Leute? Mitten in die Leute? Nee, es war so gegenüber. Ja, also die fliegt erstmal. Ich sag noch nichts weiter. Ich hab's weggeworfen, damit wir hier nicht hier da Problems haben. So. Ja. Und ich stelle mich dann wieder zu euch. Ich sag aber auch nichts dazu. Also ich hab die halt einfach weggeworfen. Damit ich hab das nicht mitbekommen. Also ich bin voll fokussiert. Ja, genau. Ihr steht ja bei dem. Ich hab schon nur so. Ich hab ja seine Hand und ich würde dann da, weil das war ja in der Nähe von, wo er auch Dinge vorbereiten wollte. Mhm. Ich würde gerne das, den Beutel oder was auch immer. Ja, er hat in seiner Jackentasche hat er eine
Beutel. Okay. Mit Münzen. Den würde ich nehmen. Das klackt. Mhm. Also wir haben nicht nur irgendeine totgeglaubte Person gefunden, die war auch vor 10 Jahren. Irgendwie mit von der Partie. Vor 10 Jahren mit vor der Partie. Nee. Was seid ihr denn für lächerliche Kreaturen, die hier hochkommen und der Meinung sind, mir erzählen zu können, wo mein Sohn sein soll? Wir wissen nicht, wo dein Sohn ist, aber wir wollen es herausfinden. Wir sind auch nach der Suche. Jeder will mir ständig erzählen, herausfinden zu können, wo mein Sohn ist. Wer? Die Blutjaspis. Riadon da hinten. Alle sind der Meinung, sie wüssten es besser und hätten irgendwie einen Plan, wie man meinen Sohn finden könnte. Dabei haben wir ihn einfach seit 10 Jahren nicht gefunden. Und niemand hilft. Und was ist jetzt dein Plan? Wenn dir niemand hilft? Ich hab keinen Plan mehr. Wieso sucht die Blutjaspis nach dem Sohn? Ein Handel. Und ich schaue ihn dabei an. Mhm. Und was kriegt die Blutjaspis von dir? Sie haben schon alles bekommen, was sie wollten. Sie kamen nach Kratos rein. Sie haben mich einfach hier jetzt zurückgelassen und sind der Meinung, alles besser zu wissen. Hier mit diesen komischen 2 Leuten, die auch keine Ahnung haben. Dieser Erwin hat mir erzählt, die würden mir dann auch noch helfen. Und keiner hilft mir. Keiner hilft mir. Und was hat Riadon dazu zu sagen? Oh, Karik, du warst damals so nett zu uns. Ich werde dir natürlich helfen. Er erzählt seit 10 Jahren auch nur das Gleiche. Wo ist Erwin hin? Er ist irgendwo. Hier in Hinterrack. Sie haben das Schwert der Göttin. Bei sich? Ja. Was ist Ihr Plan? Was wollen Sie? Sie wollen die Götter stürzen. Aber ehrlich gesagt, was tun die Götter denn für uns? So viel. Aha. Waren sie da, als mein Sohn verschwunden? Hat sich da irgendjemand gezeigt? Das Einzige, was sie hinbekommen, ist, sich immer mal schön zu zeigen, so ihren tollen Festen. Und ja, irgendwo tun sie auch irgendwelche Sachen. Aber mir persönlich? Was haben sie mir geholfen? Also, sollen sie doch mal sehen. Vielleicht kann man sie ja stürzen. Vielleicht bringt es ja was. Und dir ist egal, wie viele Leute dabei umkommen? Ich habe nichts mehr. Und du sorgst dafür, dass andere Leute auch nichts mehr haben? Mir hat keiner zugehört. Dieser Benito und dieser Frostbart, die haben nicht einmal auf meine Briefe reagiert. Nicht ein einziges Mal. Was weiß die Blutjaspis über Benito? Du sagst es selbst, du hast nichts mehr zu verlieren, also sag uns, was wir wissen wollen. Sie haben herausbekommen, wo die einzelnen Reliquien alle sind. Welche? Alle 4. Und wie die Sicherheitsmechanismen funktionieren. Und wo die Reliquien hingebracht werden sollen, im Falle, dass etwas passiert. Das hat ja gut funktioniert, während dem Fest das Schwert zu stehlen. Und tatsächlich musste ich noch nicht mal die Ablenkung spielen.
irgendwelche Leute haben die Parade so durcheinander gebracht, dass ich... Lass ihn los. Ich lass ihn los und geh ein paar Schritte zurück. Nichts weiter machen musste. Außer Benito und Frostbart zu entführen. Meine Hand drückt sich immer doller um seine Hand. Und dann halten mich Leute auf, die nicht von der Brigade sind. Die Lifeguarde war auch schon mal besser. Hast du damals die zwei auch getötet? Osbart und Benito? Nein. Ich wusste nicht, dass sie tot sind. Da siehst du mal, was du angerichtet hast. Ich schau dir ins so böse an. Ich würde gerne sagen, es tut mir sehr leid um die beiden, aber sie haben sich auch nicht ansatzweise für mich interessiert. Das stimmt. Benito wollte helfen. Ich würde mich gerne umdrehen und mit voller Kraft auf den Schreibtisch schlagen, dass er bricht. Würfelangriff auf den Schreibtisch. Mit der blanken Faust einfach so voll. Du möchtest den schönen Eichenschreibtisch von Rion einmal in der Mitte durchbrechen. Der wird sowas von gesmackt. Auf was? Einfach ganz normaler Attack oder was? Also du nimmst dir deine Faust, ja, dann ist es ein Unabstract, so wie Nora sagt, und dann würfelst du jetzt einfach mal, kannst auch direkt sonst auf Schaden würfeln. 19. Und dann den Schaden. Der Tisch weicht nicht aus. 2. Okay, ja. 2 Schaden, er bricht nicht gesamt durch, aber er bekommt halt so einen Moment einfach, ja, er bekommt durchzuschlagen und er bricht hier so richtig schön rein. Er kriegt in der Mitte so, er bricht schon... Also, der macht keinen Komplettbruch so, sondern du schlägst halt einfach durch die Oberdecke durch und jetzt hast du so ein Loch oben. Cool. Ist okay. So. Ihr hört es nur scheppern. Ich sag auch kein Wort. Ich sag kein Wort. Ihr habt schon verstanden. Ich bleib vor diesem Loch stehen und starre einfach nur so richtig. Ich sehe nicht glücklich aus. Mit anderen Worten, extrem angepisst, aber ich... Sehr sauer, aber ich stehe da und schaue da einfach nur auf dieses Loch, das ich in den Tisch geschlagen habe. Aber ich verstehe es nicht. Ihr habt doch sogar ein Treffen ausgemacht. Warum habt ihr nicht einfach geredet? Ich hatte da schon meinen Plan gefasst, mit der Blutjaspis zu arbeiten. Ich gehe wieder zu ihm hin, stehe mich unangenehm dicht vor ihnen. Sag mir ganz genau, was die nächsten Schritte der Blutjaspis sind. Alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass dieses Schwert hier nach Hinterrack sollte. Irgendwas wollen sie damit hier machen. Was es ist, kann ich euch nicht sagen. Erwin hat den Plan. Er reitet normalerweise immer noch mit einer zweiten Figur, von der man das Gesicht nicht sehen kann. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie trägt immer einen Mantel und das Gesicht dahinter ist immer in Dunkelheit gehüllt. Ich möchte mich gern von Nathan das lösen und zu Kato gehen. Und ich stelle mich... Nämlich betrachte auch dein beeindruckendes Loch im Schreibtisch. halte Peanut etwas nach vorne, dass Peanut gerade so in dein Sichtfeld kommt. Oh. Holy shit. Hä? Das habe ich vorhin jetzt nicht gesagt, aber hätte ich einschätzen können, ob Peanut auf Lata das reagiert? Er hatte ihn auch an... Also Peanut hat die ganze Zeit, als jetzt dort standet, hat Peanut Latalas angeschaut. Mit so ein bisschen irritierten Blick. Und schaut jetzt dich wieder an mit dem berühmten...
Und schaut dann wieder zurück. Und schaut wieder zu dir. Ich schaue immer noch einfach auf das Loch. Mhm. Was habt ihr... Entschuldigung, möchtest du erstmal? Nee, ich schaue immer, schau immer noch auf... Ja, also Loch. Peanut ist jetzt so zwischen Latalas und dir. Mhm. Was habt ihr mit Riki gemacht? Was weißt du über uns? Und deute auf die Eule. Ich hab euch nur gesehen vor den Toren von Kraters, unten an den Steinen sitzend, und plötzlich habe ich nichts mehr gesehen. Ich hab getroffen. Das habe ich auch noch mitbekommen, dass du Riki angeschossen hast. Riki, Alter. Und jetzt sitzt Riki bei dir, oder was soll das? Wieso erinnert sich meine Eule nicht an mich? Sie erinnert sich nicht an dich. Uns haben die Götter geholfen. In your face! In your face! Take that, Alter. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass das göttliche Fügung sein soll. Doch, Ray ist uns erschienen. Sie hat das mit der Eule gemacht. Ich bin so kurz davor, dem auch so einen Unarmed Strike einfach reinzudrücken. Ich kann einfach hinzugehen und einfach mal so richtig eine reinzuboxen. Ihr wisst alles, was ich euch sagen kann. Aber Riadon ist kein Teil der Blutjaspis, oder? Riadon? Als ob. Ich habe ihn so viele Jahre nicht gesehen. Er war damals viel mehr mit seiner Tochter beschäftigt als mit meinen Problemen. Dann habe ich hier aufgehört, für ihn zu arbeiten. Und komme wieder und er erinnert sich natürlich an mich und meint, er kann mir helfen. Das Ding ist, wir vertrauen ihm auch nicht wirklich, denn er hat auch seine Tochter belogen. Dass Jaromir gestorben sei und sie lebt. Sagt dir Jaromir was? Das Mädchen aus der Wache. Das ist die Person. Sie gehörte damals auch zur Leibgarde und war direkt für HT abgestellt worden. Ganz neu. Sie lebt? Erzählt mir doch keinen Quatsch. Ich habe die Berichte doch genauso gelesen. Wir haben sie gesehen. Persuasion, wir sind mit ihr gereist. Wir waren da. Sie hat uns gefunden. Persuasion. Könnt ihr jetzt auch wieder gut würfeln? Oder? Ja, eine 8. Schaut euch an und glaubt euch das nicht. Ich wende mich von meinem Blick ab, wenn ich auf das Loch schaue. Ich gehe. Ich stelle mich auch vor ihn und hau ihm so richtig volle Möhre einen rein. So ein richtiger Punch. So ein richtig schöner Punch. Er wird ja noch festgehalten. Ja. Also ich habe noch die Hand und hab sie sehr... Also ich renne jetzt also nicht auf ihn zu, ich laufe einfach nur hin. Mhm. So calm and collected gehe ich hin und ziehe ihm so richtig eine über. So richtig schöner Haken. Ich würde ein bisschen zur Seite springen. Ja. So ein richtiger Haar. Kriegt seinen Schaden, ja. Und du knallst ihm einen ins Gesicht. Genau, das erschreckt mich ein bisschen und ich lasse ihn noch. Okay. Und dann, keine Ahnung, geht er dann so zum Boden oder bleibt er stehen? Oder weil ich er bleibt stehen, so die Gesicht geht halt. Dich zurückhalten, wenn du nochmal zuschlägen willst. Mach ich nicht. Vom ersten war ich überrascht. Okay, so okay. Im ersten hau ich mal positioniert rein. Sich daneben. Ja. Und er schaut, also den hat der Schlag so mitgenommen, aber er schaut halt jetzt so Richtung Boden. Das war für mich toll. Und jetzt lass uns deinen Sohn finden. Und im Hintergrund hört ihr eine weitere Stimme. Wo ist meine Tochter? Jetzt beginnt der Blutjaspis Teil vom Plan. Was wollen die mit dem Schwert? Wieso hilfst du uns nicht? Dafür ist keine Zeit. Wir haben dafür gesorgt. Los, weiter! Nein! 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 Auf unnatürliche Art und Weise.
Hört auf! Hatte? Einmal, wenn man es würfeln braucht.